Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metin 2. Ja, es gibt eine Neuerung und zwar hat das mit dem Aufnahmerhythmus, sage ich mal ganz grob, zu tun. Und auch andererseits mit den Parts, wie lang sie sind und wie sie erscheinen werden. Und zwar habe ich da eine kleine Änderung geplant, die folgendermaßen aussieht. Bisher hatte ich das ja theoretisch alle 2 Tage ein Part von, ja, sagen wir mal, 12 bis 20 Minuten. Irgendwo dazwischen hatte sich angeordnet. Hat aber auch in letzter Zeit nicht allzu gut funktioniert, dieses Alle-2-Tage-Prinzip. Deswegen gibt es einen neuen Plan, der vorsieht, dass ich, wenn ich die Zeit habe, theoretisch jeden Tag 2 Videos mit, sagen wir mal, 8 bis 12 Minuten rausbringe. Das heißt, es sind noch mehr Minuten, die täglich erstmal am Video kommen, was schon mal ein Vorteil ist. Und wenn ich das nicht schaffe, möchte ich trotzdem möglichst jeden Tag ein Video bringen. Jetzt mindestens eins kommt, möglichst zwei. Da ich weiß, die Videos werden dadurch kürzer und ich muss auch schauen, was ich in der Zeit machen kann. Das heißt, es wird einigermaßen häufig jetzt dann auch Leveln dazukommen, neben den Quests, die wir noch erledigen müssen. Und da kommen wir eigentlich schon weiter. Apropos Quests, wir haben Level 40 und das, Batsch, nur 41. Und das heißt, wir haben neue Quests, die es zu erledigen gibt. Siege die Jenhe müssen wir auch immer noch machen, seit Level 25 oder so mittlerweile. Eine Forschung des Biologen müssten wir jetzt neu dazu bekommen haben, die 40er-Quest. Für die 30er habe ich bereits einen Orkzahn mal abgegeben, der geklappt hat. Einen habe ich heute abgegeben, der hat nicht geklappt. Das heißt, morgen ist der nächste an der Reihe. Also 9 Stück fehlen ja noch und die Dinger kosten sogar ein bisschen was. Also ich hoffe, dass es ganz gut funktioniert, weil die letzten habe ich jetzt alle selbst gefunden, weil ich im Orkzahn gelevelt habe. Habe auch da noch so einen Typen mitgelevelt. Mal gucken, ob ich das demnächst auch noch weitermachen werde oder nicht, weil der hat mir immer zwischendurch was gepullt. Man sieht schon, ein paar Umhänge hatte ich mal verwendet, aber jetzt auch noch nicht allzu viele. Und ja, da werden wir demnächst erstmal die ganzen Quests machen können. Aber es hat sich auch etwas am Equipment geändert. Wir haben immer noch unsere Rec plus 9. Wir werden aber bald nach den Quests aber erst. Weil nach den ganzen Quests müsste ich ja irgendwie maximal, na, so ab bis 42 müssten ganz gut Quests kommen. Wenn die abgeschlossen sind, habe ich ja so eine kleine, naja, Pause in den Quests, sage ich mal, drin. Da kommen einfach Quests, die es nicht so wert sind, wenn ich mich nicht täusche. Die werden wir natürlich trotzdem machen, weil die geben halt nicht so viel Erfahrung. Und da werden wir dann unsere Waffe für Junghelden einsetzen. Weil dann, ich will die auf jeden Fall diesmal haben, bis ich den Level 50 habe. Damit wir die auch möglichst lang einsetzen können, weil die dann doch schon ganz gut mehr Schaden macht als diese Rec. Okay, da haben wir unseren tödlichen Plattenpanzer, der ist immer noch plus 8, den will ich auch erstmal nicht weiter ab. Plus 8 reicht mir das Ding, die 6 Rüstung macht keinen großen Unterschied. Eisenhelm gibt es immer noch keinen neuen, da hatte ich schon geguckt, ein neuer kostet irgendwie so ganz grob 2 Millionen, wenn er plus 7 ist und einen Bonus drauf hat. Ist es mir aber aktuell einfach nicht wert, das sind, naja, ganz grob das Doppelte an Rüstung, gibt ja 49 Dev. Das ist mir aber gerade einfach nicht wert. Gut, 5 Eckschild plus 4 werden wir nicht mehr allzu lange tragen, denn wir haben ein anderes Schild plus 4. Und zwar das hier. Es ist zwar nur plus 4, ich wollte eigentlich eins, das plus 5 oder höher ist, eben für die Verteidigung in dem Fall. Hat sich jetzt aber so ergeben. Vielleicht werden wir es mal mit einer Segi weiter ab, müssen wir mal schauen. Aber das ist auf jeden Fall, was mir nämlich wichtig war. Früher habe ich noch ein paar mehr davon gesehen, aber in den letzten Tagen gar nicht mehr. Abwehr gegen Ohnmacht. Wir brauchen diese Abwehr gegen Ohnmacht einfach. Die ist wichtig für uns. Ab Level 41 werden wir das tragen. Und es hat einfach noch 2% Chance, doppelte Menge Yang fallen zu lassen. Ja, super, ist nicht viel, aber war halt mit drauf. Ja, es war jetzt nicht der ausschlagende Grund, warum ich es kaufen wollte. Gut, ansonsten haben wir Lederstiefel plus 4. Lederstiefel sind immer gut. Maximale CP plus 1000. Habe ich relativ günstig bekommen. Er hatte mir noch das 5-Eckschild plus 4 einfach dazu draufgepackt, noch gratis. Weil ich eigentlich die gar nicht haben wollte. Aber dann hat er den Preis ein bisschen runter und der Preis war jetzt wirklich okay dafür. Von dem gleichen habe ich auch ebenfalls Ohrringe plus 9, die habe ich auch ebenfalls sehr günstig erhalten. Sache ist, klar, sie haben jetzt keine Bonis drauf, aber ich habe mal geguckt, alle Bonis, die man haben möchte, kosten die Ewis mal eben 200 Millionen aufwärts. Die habe ich nicht und die wären es mir auch gar nicht wert für die Dinger jetzt gerade am Anfang. Dementsprechend habe ich gesagt, jo, nehme ich sie halt ohne, ist okay. Halskette sind wir aktuell immer noch am suchen, weil da gibt es keine neue gute und das Silberarmband. Hier haben wir jetzt auch mittlerweile plus 9, nicht selbst gehabt natürlich, mit Stark gegen Untote plus 2%, der Bonus da drauf ist aber auch wieder eher nebensächlich, nicht der Grund, weshalb wir es gekauft haben. Und gut, ich würde mal sagen, was stehen die denn jetzt hier ganzen rum? Naja, keine Ahnung.
Wir werden mal ganz kurz schauen, dass wir. Oh, ich hasse das. War es, diese komischen Ruckler sind verstärkt wirklich nur, wenn ich aufnehme. Aber es hat nichts mit der Auslastung zu tun, also. Doch hauptsächlich immer nur mit 1 irgendwie großteils. Aber naja, was will man tun? Wir können zwar keinen Orkzahn mehr abgeben für heute, aber wir müssten ja jetzt die Level 40er Quest annehmen können. Ich würde sagen, das machen wir dann nämlich auch ganz kurz. Was die 30er bringt mir Lauftempo dazu, was die 40er jetzt genau bringt, weiß ich gar nicht so genau. Dann kann ich den überhaupt schon. Nein. Wie es aussieht, kann ich die aber sogar erst. Entweder es gibt keine 40er und ich täusche mich gerade, oder ich kann die wirklich erst annehmen, wenn ich die 30er abgeschlossen habe. Ja, wie gesagt, du hast bis jetzt einen Orkzahn abgeliefert. Ja, eigentlich habe ich zwei abgeliefert, aber der eine war verfault. Okay, ja, okay, dann hat sich das wohl erledigt, weil ich sehe gerade gar keinen zweiten Biologenauftrag. Was blinkt denn hier noch so Schönes? Ich würde sagen, wir klappern erstmal die ab, die hier gerade schon stehen. Und ansonsten werden wir die Quest noch so machen. Die Seiten des geheimen Tagebuchs bringen einfach mal immer richtig, richtig viel Erfahrung. Ich glaube, ab Level 40 gibt es wieder 4 Seiten und insgesamt jede bringt ja über 2 Millionen Erfahrungspunkte. Das heißt, das bringt mir eben so einen kompletten 1,5 Millionen Erfahrung. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Das heißt, das bringt einfach mal ein komplettes Level ab und so schwierig sind die auch nicht. Gut, schauen wir erstmal, was Theodorn hat. Ein besonderer Stoff. Du scheinst sehr stark zu sein. Ich habe viele Jahre untersucht, wie man Sunk Mais Macht aufhalten kann. Nun habe ich endlich einen Weg gefunden, wie seine unberechenbare Macht zu begegnen ist. Sieh, du kannst deine Kraft mit einem Schulterband verstärken. Ich glaube, du kannst Sung Mahi mit diesem Band besiegen. Ich habe allerdings nicht genügend Zubehör. Geh zum Hauptmann. Er wird dir feine Tücher geben, um ein Schulterband herzustellen. Du kennst den Aufenthaltsort des Hauptmanns. Ich markiere seine Position sicherheitshalber noch auf der Karte. Such nun den Hauptmann und sprich mit ihm. Er wird dir die Tücher geben. Wenn du 40 feine Tücher hast, bring sie zu mir. Ich werde dir ein ausgezeichnetes Schulterband aus- und anfertigen. Ja, klar, das machen wir. Ein Schulterband ist okay. Klingt der Hauptmann. Nur der Hauptmann, okay. Eigene Kraft verstärken. Oh, ich muss niesen, das ist grad doof. Gucken, was das für eine Quest ist, weil ich glaube, die gibt es noch nicht allzu lange. Die Schulterbänder gab es früher noch gar nicht, als ich aktiv gespielt hatte. Obwohl der Schwarzwindband, bla bla bla. Okay, das ist, glaube ich, noch der Auftrag, den er mir so geben wollte. Das hat jetzt, glaube ich, nichts mit Schulterbändern zu tun, ja. Gut, da eigene Kraft verstärken. Sei gegrüßt, Theodwan, muss dir gesagt haben, dass du mich besuchen sollst. Seit kurzer Zeit kann ich fühlen, wie Shungmais Macht stärker und stärker wird. Wir alle müssen noch mehr unsere eigene Kraft entfalten, sonst wird Shungmai uns vernichten. Ich kann dir ein besonderes Tuch für dein Schulterband besorgen, aber das ist keine leichte Aufgabe. Gib mir 3 Stunden Zeit, dann werde ich dir den Stoff überreichen können. Wenn du in 3 Stunden zurückkehrst, werde ich dir den Tuch besorgt haben. Ich verspreche es. Stell sicher, dass wir uns nach 3 Stunden hier wieder treffen. Okay, das heißt, ich muss jetzt hier Generäle und irgendwie in 3 Stunden nochmal die Macht verstärken. Ich bin Lagerverwalter, ich habe immer noch keinen Oberorc gefunden. Ich war mitten in der Nacht, ich war um 3 Uhr online und habe geguckt und finde auf keinem Stelle so ein Scheißvieh. Ja, aber wir werden wohl erstmal dann jetzt 3 Stunden warten müssen. Mal gucken, was es hier noch so gibt. Ups, nein. Weil es ist jetzt nicht so der übliche Channel, wo man eigentlich nachschaut, was verkauft wird. 15 Millionen ist zu viel, eine halbe Million ist auch zu viel. Wieso, die ich nicht brauche, weil ich einen habe. Und sehe ich sie gerade nicht brauche. Ja, okay, also bei mir alles ziemlich egal. Seiten des Geheimbuches. Der gelehrte Urile ist auf der Suche nach den alten Tagebuchseiten. 2 davon hast du ihm bereits gebracht. Nun geht die abenteuerliche Jagd um das Geheimnis des alten Buches weiter. Die bisherigen Entdeckungen deuten darauf hin, die stolzen dunklen Fanatiker im Hwang-Tempel die nächsten alte Seite besitzt. Mach dich auf den Weg. Ja, okay. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur die Dinger suchen. Und da der Part jetzt schon irgendwie 9 Minuten geht, ist der eigentlich für heute auch schon vorbei. Das heißt, wir werden die Quests mal anfangen und schauen, wie es weitergeht. Bis dann. Ciao.